Back in Space, Rebel Galaxy Outlaw. Hallo Leute, ich bin Dennis und wir fliegen zurück nach New Mexico. Ja, ich weiß, das ist ein Bundesstaat in den USA, aber es ist auch ein Sonnensystem in diesem Spiel. Oh, ein Notruf. Na gut, ich habe gerade nichts zu tun, also folgen wir mal dem Notruf. Ich habe mich das letzte Mal beschwert in der Folge, dass ständig irgendwelche also so ganz möchte ich jetzt das Spiel nicht von alleine lassen, was das angeht. Es hat schon sehr teils redundante Aufgabenstellungen. Also wie oft ich jetzt hier schon irgendwelche ja, das tut mir jetzt leid, das wollte ich nicht. Aber trotzdem so. Wo sind denn jetzt die Minen? Minen? Ach, da oben. Ja, dafür, dass ich das Spiel jetzt gerade mal was, 3 Stunden spiele oder so, habe ich schon irgendwie 6-7 Mal Minen kaputt gemacht. Here's some for your trouble. Ah, got some. Fracht abgeworfen, okay. Wo ist denn die Fracht? Da ist die Fracht. Diamanten. Die kann man doch bestimmt gut verkaufen, oder? Da will ich mich nicht beschweren. Geschenkter Gaul. Naja, so richtig geschenkt war es ja nicht. Ich habe ja was dafür getan. Also. Looks like that's safely hold. Da war noch mehr. Zu dumm, dass das. Dass man nicht alles auf einmal einsammeln kann. Schade. Hätte man ja mal machen können. Okay. So, jetzt bin ich gut ausgestattet. Wahrscheinlich ist mein Schiff kaputt, aber das liegt ja an meiner eigenen Doofheit, dass ich ständig gegen irgendwas gegenfliegen muss. So, der Weltraum ist groß und leer, aber ich schaff's gegen das kleine 8 Meter lange Raumschiff zu fliegen, was da irgendwo rumhängt. Hui! Sprung ins Montana-System. Ja, das ist so ein bisschen das Blöde. Ich freue mich ja über diese Schwämme. Ich würde es jetzt mal vorsichtig als Schwämme bezeichnen. An neuen Weltraumspielen, Space Sims oder Weltraumspielen. Aber so sehr ich mich darüber freue, so sehr finde ich es auch so ein bisschen schwierig, dass die alle leider schade momentan noch... Oh, ich bin eher rechtschaffend. Guck mal, jetzt habe ich da unten so eine Anzeige. Cool. Dass die alle so tendenziell so ein bisschen low budget sind, die Spiele. Also so ein großes Ding, außer Star Citizen, ist da ja nichts im Anmarsch. Ich fliege jetzt mal hier zu so einer Station. Ich will wenigstens mal so ein bisschen auf den, in den verschiedenen Systemen mal mich, ich sag mal, informieren darüber, was es da so für Planeten gibt und sowas. Und ob sich das lohnt, sich die anzugucken. Also wenigstens mal jetzt hier zu einem Planeten würde ich mal hinfliegen und mal gucken, ob es da interessante Sachen gibt. Vielleicht irgendwie 1-2 Missionen oder sowas. Weil wenn ich mir irgendwann mal ein neues Schiff kaufen will, dann brauche ich mehr Geld als mal 3000 oder 5000 Credits. Dann brauche ich das 10 bis 20-fache davon. Also muss ich auch mal Missionchen machen. Können wir mal hier an dem großen Raumschiff vorbeifliegen? Die sehen ja ganz nett aus eigentlich, die Dinger. Oder hinten ist gerade irgendwas explodiert. Pfingsten, Söldner. Ja gut, aber ich... Oh, muss ich jetzt da kämpfen oder was? Das kann ich nicht andocken. Scheiße. Na gut, dann helfe ich mal mit. Oh, jetzt ruckelt es ein bisschen. Ja, weil... Was ist das Problem an... So ein bisschen Low Budget ist ja jetzt nicht schlimm. Indie ist ja auch was Schönes und so. Mag ich dann selber auch gerne. Spiele dann Indie-Spiele und so, aber man merkt es den Spielen, also zumindest den Weltraumspielen, noch leider an, dass die halt nicht so richtig Budget hat. Weil oft passiert dann über weite Strecken nicht viel, die Missionen ähneln sich alle sehr stark. It could have gone a lot better. Ach, da war's. You see any bounties around here? I've already got them staked out. Wo ist mein Dings, Dingsi? Ich hatte doch hier gerade ein Paket gesehen. Oh, nö.
Das hat das wer anders eingesammelt, oder? Das ist irgendwie weg. Naja, ist auch egal. Wozu baller ich denn hier überhaupt, wenn es nichts bringt? Ja, Menschenleben retten. Das kann ja jeder. Aber looten, das... Ja, das kann theoretisch auch jeder. Okay. Egal. So, wir landen jetzt mal. Das finde ich sehr schön, das hat so was Freelancer-mäßiges, dass man in so ein Tor requesting clearance to dock. In so ein Space Gate, um auf dem Planeten zu landen. Also, das war halt auch schon wieder so ein Punkt, so... Warum, also, nicht warum, das ist schon klar, es ist technisch sehr anspruchsvoll, aber... Und damit wahrscheinlich aufwendig und teuer, aber... Ich finde irgendwie heute... Es gibt halt schon Spiele, wo das geht, dass man vom Weltraum direkt auf dem Planeten landet. Und das wäre halt schön. Ich finde bei einem aktuellen so Open-World-Weltraumspiel da... Also für mich gehört das da ein bisschen jetzt schon dazu. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber... Weil es tut mir leid für die Entwickler, weil es natürlich super, super schwierig ist. Well, at least she's not bleeding oil anymore. Und ich habe leicht reden, ich muss es ja nicht entwickeln und bezahlen und so, aber... Ich find's schon schön, ehrlich gesagt, wenn das, wenn man das jetzt als Standard einfach etablieren könnte. Ich meine, es gibt auf jedem dieser scheiß Planeten hier gibt's eine Bar, einen Waffenhändler, einen Schiffshändler und einen Handelsdings hier. Warum, also das ist ja auch ein Standard, der sich scheinbar etabliert hat, seit eben diesen klassischen Spielen, Privateer und Freelancer und so weiter. Und ich finde jetzt aktuell, im Jahr 2019, fände ich's gut, wenn einer der Standards wäre, dass wir frei erkundbare Planeten einfach haben. Also, dass man überall landen kann. Und stufenlos und ohne irgendwie Ladezeit und so. Weil irgendwie, es geht ja schon. Es geht schon seit vielen Jahren bei No Man's Sky. Ich meine, das Spiel ist nicht gerade letztes Jahr rausgekommen. Anomalien? Okay. Was auch immer Anomalien genau sind, aber ich habe genug davon, um 4000 Credits zu verdienen. Weg damit. Ja, geil. Habe ich Bock drauf. So, was gibt's denn beim Ausrüstung? Ich guck mal kurz beim Schiffsladen nochmal, wie teuer denn das nächste Schiff ist. Ich gehe mal davon aus, unbezahlbar. Nicht mal mit einer Mastercard. Space Mastercard, Verzeihung. Das sieht ja cool aus da hinten. Was ist das denn für ein Schiff? Sonora. Oh, das sieht doch schon gleich ganz anders aus. Das Sandhawk kostet aber genauso viel. Oh, das sieht da noch cooler aus. Vor allen Dingen auch noch schneller, hat aber einen leichteren Rumpf. Hat 4 Waffenbuchten, also es ist eher schnell und wendig. Was haben wir hier noch? Die Durston, das ist ein fettes Ding. Langsam, hat aber richtig viel Frachtraum. Also das Ding hier ist ein gutes Mittelteil, so. Und die Coyote ist das teuerste Schiff und hat sehr viele Waffenbuchten und ja, ist halt ein schwerer Jäger, hätte ich jetzt mal gesagt. Okay. Also so um die 100.000 brauchen wir schon. Welcome. See anything that catches your eye? I'm in the market for some new wings. I don't know though. Ah, the Sonora. A real favorite of mine. Some generous cargo room, a rear turret mount, and a super comfortable interior. 3 weapon mounts means she has some teeth too. What do you say? Are you in the market? Ja, hier, 100.000 Credit habe ich nicht. Oh, that's a shame. I sure hope. Ja, jeder Planet hat das Ding. Es ist nicht so, als wäre das jetzt problematisch, das sich irgendwo zu kaufen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier an Missionen? Mama braucht schnell viel Geld. Wo kriege ich das her? Extremes Risiko, ne, hohes Risiko, auch nicht. Okay, vielleicht lassen wir das. Extremes Risiko klingt extrem scheiße. Landefeld. Komm, wir fliegen jetzt weiter nach... Wir wollten doch irgendwo hin, nach New Mexico, genau. Ah. Neue Schiffe müssen immer so teuer sein. Furchtbar. Ja, aber sonst hat man ja in solchen Spielen auch nichts, worauf man sich freuen kann. Man will ja... Es ist ja die Progression in solcher Art Spiel. Ist ja dieses... Neues Schiff, neue Waffen, besserer Sprungantrieb, mehr Komfort. Ich erinnere mal an den Undock-Computer. Mal gucken, ob ich wieder Minen wegräumen muss. Ich mach das jetzt mal. Minenspaß. Ach, God damn it. Just what I needed. Ist Atze ist wieder der Böse, oder was? Ich finde das nicht so ganz klar. I'm getting ripped to bits. Somebody help! Ja, machen wir doch schon. Bin doch schon auf dem Way.
They're tearing me up out here. I could use a hand. Ist ja gut, ich bin ja schon da. So, machen wir den platt. Also es gibt scheinbar zumindest schon mal so Minenprobleme, dass man irgendwie in so ein Minenfeld reingeflogen ist und gerettet werden muss. Dann gibt es dieses Konvoi wird überfallen Ding, oder Frachtschiff wird überfallen. Ist ja meistens wirklich nur eins, kein Konvoi. So, da war die Energie alle. Also Raketen wäre auch nicht schlecht. Damn. Was? Ah, das Schiff wurde zerstört. Hope you like the cold. Aber mehr als jetzt hier auf den raufballern kann ich ja noch auch nicht machen. Warum das Spiel in der Grafikqualität hier nun gut aus, aber es ist jetzt auch nicht. Ja, es ist halt jetzt auch kein Star Citizen, ne? Also, warum das jetzt ruckeln muss auf meinem doch recht schnellen Rechner, nicht so genau. Finde ich so ein bisschen komisch. Gotcha. Belohnung verringert. Also wenn man nicht schnell genug ist, dann kriegt man dann auch weniger für die Rettung, weil man die Leute gar nicht rettet. Warum kriegt man dann überhaupt noch was, ist ja die Frage. Oder war es doch ein Konvoi aus zwei Schiffen oder was? Das eine ist gerettet und das andere nicht. Na, wo ist er? Er weicht immer noch aus. Kleine Scheiße. Oh Mann, ey. Wirklich. Ich hasse das immer in Dogfights, wenn die so lahm, trantütig oder lahm hier so um einen rumsegeln, so ein bisschen. This enterprise is doomed. Und man sich gar nicht so langsam drehen kann. Und da nicht zu schnell zu sein. Haben wir's. You got my thanks. It ain't much, but I hope this'll help you out. Help you out. God, I hope I can make it back to port. Ach komm, so beschädigt bin ich noch auch wieder nicht, Mädel. Hm. Ja, nehmen wir doch mal ein bisschen Keramik mit. There we go. Das ist ganz geil. So, das ist, ja, ich habe eure Fracht gerettet. Nur um sie dann einzusammeln. Noch mehr Keramik. Habe ich jetzt? Habe ich alles? Ich habe alles. Sehr gut. Sehr gut. So, weiter. New Mexico. Es ist ja eine richtige Odyssee hier. Man kommt ja gar nicht voran. Mann, Mann, Mann. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Vielleicht werfe ich mal den Quatsch ab, den ich hier irgendwie... Narco-Cola. Abwerfen. So. Der ganze andere Scheiß, den ich jetzt eingesammelt habe, der ist alles gar nichts wert, habe ich gerade gesehen. Wie 200, 300. Oh Gott. Das muss doch alles nicht sein. Weiter nach New Mexico. Erstmal ist noch ein System dazwischen. New Mexico war doch das erste, wo wir hergekommen sind, direkt nach Texas. Macht ja auch Sinn, dass New Mexico neben Texas liegt. Genau, hier ist noch Colorado dazwischen. Aber vielleicht komme ich ja hier durch ohne einen Notruf. Ja, tatsächlich. Das ist gefühlt das erste Mal, dass ich von A nach B fliegen konnte, ohne dass ein Notruf mich abgelenkt hat. Sprung. Jump. Sehr schön. So, dann suchen wir mal die Quelle von unserem... Casino-Kumpel, der meinte, da könnte es ja jemanden geben hier im System, der wissen könnte, wo der Typ sich aufhält, der den Ehemann von Juno umgebracht hat, also von unserer Spielfigur. Und nach dem suchen wir ja immer noch. Oh man, this is bad. Autopilot disengaged by hostiles. Okay. Hostiles. Also böse Jungs. Na dann. Wollen wir doch mal. With angels' wings, I wield the sword of the just. Oh oh, das sind irgendwelche religiösen Fanatiker. Irgendwas mit Angels' Wings, das klingt immer. Klingt gut.
What? My shields are down? Das will ich aber nicht hören. Dafür habe ich mir extra eine dickere Panzerung gekauft. Aber seine Shields müssten doch jetzt auch langsam mal down sein. Alter, die sind aber aggressiv, möchte ich sagen. Was ist denn los mit euch, ihr Spackis? Okay, ausgewichen, ausgewichen. Taste holy fire. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, die sind schon recht stark hier, die Typen. Oh, fuck. Come on, hold together, you rust bucket. Okay, es könnte sein, dass ich jetzt gerade sterbe. Die sind nämlich echt nicht von schlechten Eltern, die Typen. Weiß nicht so genau, warum ich mir das antue. Oh, fuck, Alter. Feel our righteousness. Ach Mann. Okay, Waffen habe ich jetzt auch keine mehr. Ich muss weg. Alter, was ist denn das für eine krasse Action hier? Ich komme jetzt hier auch original nicht mehr so richtig weg. Ach, verdammt. Ah, Raketen sind eine gute Investition. Ja, ist ja gut. Auch, dass sie einen dann immer im Hauptmenü wieder rausschmeißen. Was ist das für eine Herabwürdigung? Ja, sagt mir doch einfach, lade den letzten Spielstand automatisch. So, wo bin ich jetzt? Ach, dass ich das nicht irgendwie sehe. Wo bin ich denn? Lokale Karte. Achso, im letzten System halt. Okay. Gut. Na gut, dann fliegen wir nochmal nach New Mexico und probieren in der nächsten Folge das nochmal. Mal gucken, ob es dann besser klappt. Aber ich habe fast das Gefühl, mein Schiff ist zu scheiße. Also vielleicht muss ich noch ein bisschen üben. Weil die beiden haben mich gerade einfach richtig hart in den Popo und so weiter. Gut, wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut, ciao.